Was ist nur aus Bodybuilding geworden? Haben Freaks überhaupt noch eine Chance? Nächstes Video, Freunde. Chris Kallmeier, let's go. So, Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Wir unterhalten uns heute mal darüber, was im Bodybuilding eigentlich gefordert ist. Masse oder Klasse? Rubiel, Masse oder Muskelmasse. Klasse, ja. Ich bin eher, ihr wisst, der Klasse-Fan, nicht der Masse-Fan. Massemonster vor dem Herrn, ohne Scheiß, wo der jetzt aufgetaucht ist. Als er noch Elite-Pro war, hat ihn niemand so wirklich auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise auch schon viele. Ja, es gab so ein paar, als Elite-Pro war, es gab tatsächlich so ein paar Reels von denen, aber ich hatte den auch gar nicht richtig auf dem Schirm. Erst wurde er jetzt richtig IFBB-NPC-Profi geworden ist, ne? Follower gehabt, aber jetzt so im westlichen Raum, glaube ich, hatten ja nicht so viele auf dem Schirm. Dann hat er Prag abgerissen. Das ist geisteskrank. Was der an Muskelmasse mit sich Wer Boogie wurde dumm angemacht? rumträgt. Ach so, ach, scheiß auf den, der Typ ist nicht der Rede wert. Das ist schon nicht mehr normal. Das ist auch nicht halb normal. Das ist einfach gar nicht normal. Das ist einfach nur geisteskrank. Jetzt aber die Frage, will die IFBB sowas sehen oder nicht? Weil die haben ihn auch bei dem Profi-Wettkampf. Ich denke mal, durch die Platzierung wollen die Leute sowas sehen bei der IFBB. Hoch platziert, wo ich ihn nicht so weit oben gesehen habe. Weil er, Linie kannst du das nicht nennen, was er hat. Aber halt dieses Kriterium der Muskelmasse ist halt so enorm, dass es die anderen dann überwiegt. Und dann fragen sich die Leute immer, was ist denn jetzt eigentlich gefordert? Weil der und der hat doch eine viel schönere Linie gehabt. Der und der war doch viel trockener. Warum ist der denn davor und so? Und es ist so, was einem auffällt, wenn man lange im Bodybuilding dabei ist, gerade zu Profi- und Amateurwettkämpfen unterscheidet sich das Judging, finde ich, enorm. Nehmen wir mal Amateurwettkämpfe als Beispiel. Habe ich ja genug Erfahrung mit mittlerweile. Der ewige zweite Platz, Chris Kallmeier, Digga, der Arme. Da kommt es eigentlich immer auf die Form an. In seltenen Fällen gewinnen Leute, die schlechter in Form sind. Was die Leute bei den Amateurshows immer sehen wollen, ist, okay, der hat genug Muskelmasse und der kann eine Diät hart durchziehen. Wenn du Form bringst, wenn du richtig gute Form bringst, kannst du auch ruhig ein bisschen dünner sein als dein Kontrahent im Bodybuilding. Dann gewinnst du meistens schon. Es gibt natürlich auch Ausreißerwettkämpfe, wo es dann so ist, dass Leute mit mehr Masse, aber etwas schlechterer Form, als der Zweitplatzierte gewinnen, aber in der Regel entscheidet bei Amateurwettkämpfen die Form. Außer es gibt solche Outstanding-Beispiele. Nehmen wir mal so ein Rubiel. Wenn Rubiel ist aber auch wirklich einer von einem, Digga. Ich glaube, es wird so einen Typen nicht nochmal geben. Das kommt alle 10 Jahre, kommt mal so ein Mutant auf die Welt, ne? Beziehungsweise weiß auch, was der für eine Genetik hat. Was meint ihr, wie viele Leute mit brutaler Genetik irgendwo rumrennen und gar nicht eine Hantel niemals in die Hand genommen haben und gar nicht wissen, was die für eine Genetik hatten, ne? Haben. Stell mal vor, Ronnie Coleman hätte niemals angefangen mit Sport. Sondern hätte, keine Ahnung, American Football gespielt. Wir hätten niemals so einen King Coleman, Digga, auf der Welt. Ja, und das ist halt das Heftige, das ist das Coole. Es kann jede Jahre, alle Jahre kommt mal wieder so ein Mutant auf die Welt. Rubiel kommt, Beziehungsweise auf die Bühne. dann gewinnt der. Geil, also jetzt beim Amateurwettkampf ist klar, ne? Weil einfach so viel Muskelmasse vorherrscht. Beispiel. Hätte ich mich neben Rubiel gestellt, erstmal hätte ich ausgesehen wie sein kleines, uneheliches, weißes Kind, das ist klar. Chris, immer beste Sprüche auf Lager, Digga. Und staubtrocken. Aber, und sagen wir mal, ich hätte richtig brutale Form gehabt. Diese blauen Flecken auf seinem Arm hier, wo meine Kamera verdeckt ist, das sind Schröpfen, hat er gemacht, eine Schröpftherapie beim Physio. Und er wäre halb in Form gewesen. Er hätte trotzdem Sind so Saugnäpfe. Und das hinterlässt halt solche blauen Blutergüsse gewonnen, oder lilanen. weil er mich mit seiner Masse einfach erschlagen hätte. Und das sind dann solche Ausreißer, das kann natürlich auch sein. Ne? Aber wenn so ein kleiner bis mittlerer Unterschied der Muskelmasse vorherrscht, gewinnt der mit der besseren Form, auch wenn der andere mittel viel Muskelmasse mehr hat. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich.
und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Kommt aber dann so ein Ausreißer, dann gewinnt der, egal was der für eine Form hat. Ne? Solche Ausreißer kann es natürlich immer geben. Die kommen dann irgendwie, keine Ahnung, kennt man nicht oder hat man nicht auf dem Schirm gehabt. Irgendwelche Monster aus Osteuropa, Alter, die schon seit 25 Jahren trainieren und sich denken, oh, mache ich mal einen Wettkampf mit. Also da kann vieles passieren. Ja. Aber wie gesagt, bei Amateurwettkämpfen geht es dann eher um die Form. Bei den Profi-Wettkämpfen ist es oft nicht so. Da fragen sich die Leute wirklich sehr, sehr oft, okay, warum wurde der jetzt vor dem platziert? Der ist doch schlechter in Form. Da kommt es aber viel mehr auf das individuelle Paket an. Da kommt es darauf an, wie sieht der Athlet halt aus. Der kann todeschreddet sein, aber wenn der flach ist, dann bringt es auch nichts. Natürlich, man braucht ja irgendwo nur diese gewisse Muskulatur, ne? Muss ja auch nach etwas aussehen. Oft sieht man aber oft auf Wettkämpfen, vor allem bei Amateurshows, ne? Dass Leute trocken sind, aber da ist nicht mehr viel von übrig. Ja, das ist einfach nur trocken, aber sehr, sehr flach und so eingesaugt. So, der Körper sieht auch nicht mehr fit und vital aus. Und die anderen sind prall und da poppen die Muskeln raus und so, ne? Dann ziehen die vorbei. Chris ist zum Beispiel das beste Beispiel für diesen prallen 3D-Effekt, diesen Look, ne? Da kommt es wirklich auf das Gesamtbild Bodybuilding an, von allen Faktoren gemischt. Ist mir zumindest aufgefallen, in den meisten Fällen, finde ich, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren korrigieren, aber bin ich schon der Meinung, du musst natürlich in Form sein, außer Form darfst du nicht sein als Profi, keine Frage, dann bist du direkt am Arsch, auch wenn du die schönste Linie hast, bist du gefickt. Du musst die Form bringen, aber ob du dann 100% Form oder 90% Form bringst, wenn der 90%ige aber voller ist. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass Chris es dieses Jahr packen wird mit der Procard. Safe. Da hat jetzt nochmal ein bisschen drauf geballert an Masse, an Muskulatur. Condition ist bei ihm nie das Problem gewesen. Es waren wirklich immer nur, es hat immer so viel gefehlt, ja. Und nächstes Jahr bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er es schaffen wird. Und deswegen, dieses Jahr, Entschuldigung. Wegen mehr Wow-Effekte hat, gewinnt er. Seit 2020 versucht er es, ja. Das ist das vierte Jahr. Der 90%ige. Vor dem mit der 100%-Form. Da kommt es dann wirklich auf den Flow an und das Gleichgewicht jeder einzelnen Wertungskriterien. Nun haben wir da aber natürlich auch Ausreißer. Wenn wir zum Beispiel gucken, Rubiel wurde Vierter. Warum wurde Rubiel Vierter? Weil er immer noch so viel mehr Muskel hatte als viele seiner Kontrahenten. So viel mehr Muskelmasse hatte, habe ich das gerade gesagt? Weiß ich nicht. Sano, der war sehr, sehr böse, aber wo du recht hast, hast du recht. Auf jeden Fall, weil er so viel mehr Muskelmasse hatte als viele seiner Kontrahenten. Deswegen zieht er dran vorbei. Das ist dann halt ein Freak. Das zählt unter Freak. Nehmen wir Bigrami, die ganzen Jahre, bevor er Mr. Olympia wurde. Mega viel Muskelmasse, aber hat nie wirklich eine wirklich, wirklich brutale Form gebracht. Deswegen hat doch, 6 Jahre war das, glaube ich, bevor er, da haben wir darauf reagiert, bevor er Mr. Olympia wurde, war seine Taille schmal, der hatte einen ganz anderen Look, da hatte der sogar eine schöne Linie, ja. Aber danach war der halt sehr, sehr, sehr massiv, aber die Linie ist so ein bisschen verschwunden, ne? Hat er kein Mr. Olympia gewonnen. Als die Form dann zur Muskelmasse immer besser wurde, dann hat er Mr. Olympia gewonnen, weil man es dann vertreten konnte, dass er nicht nur durch einen Wertungspunkt gewinnt. Ne? Generell finde ich jetzt im Nachhinein, man kann gar nicht so eine Linie sagen, die die IFBB fährt. Ob es wirklich mehr Masse mag oder Linie. Boogie 938. Dankeschön für 5 Abos an die Community. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. ...und Form mag, weil es wirklich typabhängig ist. Mr. Olympia, Derek Lunsford. Derek Lunsford, wie viel wiegt der? Knapp über 100 Kilo? 102, 103. Hat eine geisteskranke Linie und war in Form. Ja. War nicht 100% in Form, aber war gut in Form. Und die Linie hat natürlich alles gefickt. Hardy hat mehr Muskelmasse, war an manchen Stellen besser in Form als Derek, wurde aber Zweiter. Live vor Ort war Hardy tatsächlich komplett in besserer Condition von allen Seiten als Derek. Derek war der Rundere,
der Prallere, aber Hardy war der Härtere auf jeden Fall. Weil Derek mit seiner Linie einfach alles tötet. Ja. Und wenn er in die Posen geht. Eine geilere Linie, der Derek, ne? Also da hat jetzt Muskelmasse nicht gewonnen, als Beispiel. Man kann dann natürlich immer die Mr. Olympia so als, ja, wie soll man sagen, Leuchtturm sehen, vielleicht für die anderen Wettkämpfe, für die Wertung, für die anderen Judges und so weiter. Aber ich finde, die kriegen das tatsächlich ganz gut hin, dass man da einen Mittelweg findet. Auch Beispiel in Spanien, als ich mit Emir da war. Emir geisteskrank in Form. Boah, Junge, brutal, ne? Geisteskrank in Form gewesen, habe ich noch nie gesehen. Richtig, richtig brutal. Roman, auch sehr gut in Form gewesen, wie man es von Roman kennt. Immer in Form, Roman gab es, glaube ich, noch nie außer Form. Roman ist immer in Form, auch in tiefster Off-Season ist er in Form. Emir natürlich so runtergeschreddet, so krass in Form, dass er dann kleiner gewirkt hat neben Roman. Ja. Ergo haben sie nicht die Form auf den Sockel gesetzt, also auf den Podest, sage ich mal, sondern haben dann das Gesamtpaket gewählt, was dann Roman war. Da versteht ihr das, ne? Also im Profi-Bodybuilding ist es dann wirklich das Gesamtpaket, das gewählt wird. Und im Amateur-Bodybuilding ist es eher... Boah, ich habe keine Ahnung, wie der Beamer heißt, Digga. Ich guck mal gleich nochmal nach dem Video. Erinnere mich nach dem Video. Meistens die Form. Der KFA kann definitiv lebensbedrohlich werden, ja klar. Außer es kommt so ein Mutant. Weil selbst diesen KFA, den du für einen Wettkampf hast, den darfst du auch nicht lange halten. Das geht nicht. Selbst der kann für dich dann lebensbedrohlich werden. Das ist nur ein Zustand, den du über ein paar Tage halten kannst, ja, und nicht über das gesamte Jahr. Kackst du ab, Digga. Weil die da erstmal sehen wollen, kannst du es oder kannst du es nicht. Ja, so würde ich das sagen. Na gut, ich denke mal, Andreas Münzer, rest in peace erstmal, ist jetzt nicht wegen dem KFA verstorben, sondern einfach wegen zu vielen Medikamentenmissbrauchs, ne? Würde ich so behaupten. Es sind ja Protokolle aufgetaucht, was er am Ende Intus hatte. Und das hat dann auch die Obduktion, wie man das nennt, bewiesen, dass sein Herz oder seine Organe alle größer waren und alles, ne? Das war schon, da war schon ein bisschen mehr im Spiel. So würde ich das sagen. Also es gibt gar nicht wirklich ein Hauptkriterium bei der IFBB, in meinen Augen. Ja. Es ist individuell. Es ist immer von Show zu Show abhängig. Wettkampf zu Wettkampf und natürlich vom Teilnehmerfeld. Aber relativ, ja, oft ist es nachvollziehbar. Manchmal werden natürlich auch Leute gut platziert und manchmal gewinnen auch Leute, da denkst du, oh mein Gott, war das jetzt Politik oder was weiß ich nicht was, weil der eine... Wurde da geschmiert, ist da eine Summe über den Tisch geflossen. Den Wettkampf gewonnen hat, muss er auch noch da gewinnen und so weiter. Aber scheiße, ganz ehrlich, das hat man in jedem verkackten Sport. Das hat man in jedem Sport, man kann sich auch immer drüber aufregen. Im ersten Moment regen sich dann die Leute auch darüber auf, die dann enger was mit dem Athleten zu tun haben oder sonst irgendwas. Ist ja ganz normal, würde jeder von euch auch machen, ne? Mhm. Deswegen, wenn sich Leute kurz aufregen, direkt danach, lasst die Leute sich ruhig aufregen. Das ist eine punktuelle Empfindungsentscheidung. Die geht dann meistens wieder zurück, wenn die Leute sich nach 3 Wochen immer noch aufregen und es ist dann nicht gerechtfertigt oder was weiß ich nicht was, dann könnt ihr sie mobben, dann ist mir das wurscht. Ich bin der Meinung, gar nicht über irgendeine Platzierung aufregen oder öffentlich Videos darüber machen, Statements oder ich finde sowas peinlich, weil wer sich auf den Sport einlässt und sich auf eine Bühne stellt, sollte schon vorher im Klaren darüber sein, dass da geschoben wird, dass Politik mit im Spiel ist, dass es Ansichtssache ist, wem du besser gefällst und es keine Leistung gibt, die nach Punkten bewertet wird, wie zum Beispiel beim Fußball oder Basketball, ne? Deswegen regt euch nicht auf, macht einen Wettkampf, wurdet ihr falsch bewertet, dann habt ihr Pech gehabt. Das ist nun mal so im Bodybuilding. Alpha Sorbas, danke dir, mein Lieber, für das Abo. Vielleicht morgen jetzt auch nicht das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Aber wenn man sich natürlich direkt danach benachteiligt fühlt, dann lässt man das auch aus. Fertig. Habe ich auch gemacht. Aber wie gesagt, dieses Politikding hast du überall, wo Geld fließt. Deswegen braucht das auch keinen überraschen. Ganz ehrlich, wenn es jemanden nervt, dass er meint, immer die Falschen gewinnen, dann mach keine verfickten Wettkämpfe und dann guck dir keine Wettkämpfe an. Ja, fertig, Amen.
Dann mach gar keinen Sport. Und geh Schach spielen. Da gewinnt halt immer der, der gewinnt. Aber bei jedem Sport. Da gewinnt der, der gewinnt. Geil, geil. Sport, wo du subjektive Bewertungen hast von Kampfrichtern. Da kann immer mal was sein. Entweder du kommst damit klar oder kommst damit nicht klar. Also nicht rumheulen, weitermachen oder halt aufhören. Ne? Ja. Aber meistens finde ich es ganz fair. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe jetzt mein letztes... Ist das an mich gemeint, Knizzi? Mahlzeit vor mir. Es ist 0.42 Uhr. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Könnt mir eure Meinung dazu ja mal gerne sagen. Bin ich gespannt. Und ich weiß, meine Talks sind immer so ein bisschen kreuz und quer. Ich finde die Talk-Videos von Ihnen top. Ach so, an Chris, okay. Ich lege mir ein Thema zurecht, aber wenn ich anfange zu reden, dann kommt da immer noch so viel von den Seiten irgendwie. Ja, das tut so, als ob das Video gerade 45 Minuten ging. Das waren noch gerade mal 10 Minuten. Entspann dich. Meine eigene Meinung ändert sich meistens in den Videos. Das ist auch ganz lustig. Also haben wir ja wahrscheinlich, haben wir wenigstens ein bisschen Austausch. Ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Heide, ciao, mein Lieber. Also, so ist das. Geschoben, Politik gibt es oft und es gibt eigentlich keine richtigen Kriterien. Natürlich, in den Regelwerk steht was von Symmetrie, Muskelhärte, Definition. Ja, aber passt einem deine Fresse nicht, kannst du abgewertet werden. Hast du einen zu kleinen Bizeps und die Beine sind zu fett? Das ist natürlich immer individuell. Es kommt auf die Kampfrichter an, ob du denen gefällst oder nicht. Ne? Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ASN.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3x die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.